Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, liebe Freunde, wir haben alle drauf gewartet. Die Wish-Produkte sind endlich alle angekommen. Ich muss die mal alle so rum umdrehen, dass man diese hier... Boah, fühlt sich das komisch an. Was habe ich denn alles bestellt? Ich weiß es nicht mal mehr, Leute. Hier sind auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pakete. Ich glaube nicht, dass das alles ist. Ich glaube nicht, dass alles angekommen ist. Aber es sind 7 kleine Päckchen hier mit Sachen, die ich bestellt habe. Aus irgendeinem Grund habe ich sie bestellt. Das Video ist schon gut einen Monat her. Aber wir haben die Sachen bestellt, Leute, und die packen wir zusammen aus. Aber vorher grüße ich ganz schnell die Hashtag Übermotivierten und die Hashtag Glocke aktiven da draußen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ihr wisst es ganz genau, ihr seid die Besten da draußen. Und falls du dich gerade fragst, was die Übermotivierten sind, das ist ganz einfach. Die Übermotivierten sind einfach die, die einen Daumen nach oben da lassen, bevor ich diesen Satz hier gesagt habe, liebe Freunde. Und die Glocke-Aktiven sind die, die die Glocke aktiviert haben, ganz einfach. Es ist super easy, Leute. Ich würde sagen, wir schnappen uns einfach mal irgendeins, machen es mal auf. Ich bin sau gespannt. Das ist wie Weihnachten, weil ich mich einfach überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, was ich... Oh, Klugi! Ich habe dir AirPods bestellt. Ich habe bei Wish habe ich AirPods gekauft. Die wollte ich ausprobieren, ja. Stimmt. Wow, die Verpackung ist schon mal High Quality AF, Leute. Das geht auseinander. Oh, habe ich die in weiß genommen? Weil die gibt es auch in anderen Farben. Das ist nur einer. Oh, nein. Das ist nur einer. Die wollen mich verarschen, oder? Wie das aussieht, das ist so ein... fettes Teil. Es ist überhaupt nicht. Es ist falsch. Es ist komplett falsch, dieses Ding. Aber da leuchtet was, wenn du drauf drückst. Krank. Und man muss das so laden. Die haben nur einen geschickt, Leute. Was will ich mit einem AirPod? Ich werde ihn trotzdem gleich testen. Ich gebe dir mal Klugi zum Rumspielen. Vielleicht ist der zweite ja rein zufällig im eins der anderen Pakete drin, Leute. Wie funny. Dieses klobige Teil. Okay, das hier ist irgendwie schwer, Leute. Was habe ich mir da bestellt? Ich weiß es echt. Bah. Hä, was ist das? Hä? Was ist das? Leute, was ist das? Oh mein Gott, wie geil. Er ist so voll so. Und es riecht nicht mal nach... Oh, ist das geil. Aber irgendwie auch eklig. Bah, Junge, man sieht die Fingerabdrücke da drauf. Ich weiß nicht, ob man irgendwas erkennt. Leute, das war in diesem Teil. Aber auf dem Bild war das so richtiger, bunter Schleim. Und jetzt ist das einfach so... Sorry. Die Finger stinken davon nicht, Alter. Das ist richtig ekelhaft. Das fühlt sich so glitschig an, Leute. Ich mag sowas gar nicht. Aber irgendwie ist es auch nice. Bah. Hört mal hin. Okay, wir haben Schleim. Wir haben Schleim, Leute. Wow, Schleim. Machen wir weiter. Ein kleines Päckchen. Ich bin gespannt. Bah, bah, hier ist irgendwas dran. Bah, das ist glitschig. Dieser AirPod, der leuchtet einfach so rot, wenn der so angeschlossen wird. Ah. Hier dran kann ich mich noch erinnern. Dieses Hippo. Ich weiß nicht, was das war. Das war irgendwie für einen USB-Stick oder für einen Schlüssel oder so. Leute, könnt ihr euch noch dran erinnern? Das war ein Hippo. Ah, ne, ist ein Krokodil. Okay, dann nehmen wir halt den Krokodil. Was soll's? Pff. Zicken. Also ich habe den Krokodil genommen, ne? Jetzt kann man das zum Beispiel hier dran tun. Da war irgendeine Soße an dem Paket dran, Alter. Warum ist da Soße dran? Okay, Leute. Mein Hippo hat jetzt hier seinen Platz. Seht ihr's? Ich habe den hier an diesen Faden gemacht. Wir haben noch 4 Pakete. Ich hoffe, die sind spannend. Das hier fühlt sich sau unspannend an. Ich kann mich dran erinnern. Aber auf dem Bild sieht das, sah es riesig aus, Leute. Auf dem Bild sah das aus wie so ein Riesenteil. Das ist irgend so eine Fontäne, die man anzünden kann und dann raucht das. Das machen wir gleich auf jeden Fall. Auf dem Bild sah das aus, als wäre das so ein Ding halt, ne? Leute? Okay, interessiert mich. Doch, interessiert mich. Das wird wahrscheinlich richtig unspektakulär. Wir machen das einfach hier drin im Wohnzimmer. Spaß. Wir gehen da gleich mal raus und gucken uns das an. Jetzt gucken wir mal hier rein. Touch Lit. Das ist ein Stift. Einmal dick. Und einmal dünn.
Und soweit ich mich erinnern kann, hatte ich das bestellt, weil das so aussah, als wären das so 100 Stifte für 2 Euro. Aber die haben nur einen geschickt. Vielleicht sollte man sich das durchlesen, also genau durchlesen, bevor man das macht. Das ist, glaube ich, das, wozu Wish eigentlich, so weil das alles so durcheinander ist, ne, dann machen die einfach irgendwie. Okay, Leute. Hiermit kann ich gerade überhaupt nichts verbinden. Es ist groß, fühlt sich komisch an. Es ist sau komisch. Oh! Das ist richtig süß, Leute. Schaut euch das an. Richtig süß. So Schleim in so einer Dose. Boah, der stinkt sogar. Der riecht nach irgendwas. Bah! Oh ja! Ich liebe sowas, wenn Dinge Geräusche machen. Ah, Junge, da sind irgendwelche Stückchen drin. Okay, wir holen es raus. Ich habe halt immer das Gefühl, meine Hände sind danach voller irgendwas Ekligem. Also es hat eine saunice Konsistenz irgendwie. Aber kein Plan. Ich weiß nicht. Ich bin nicht der Typ, der den ganzen Tag mit Schleim in der Hand rumlaufen würde und glücklich sein würde. Aber wir stopfen es einfach mal wieder rein. Sehr gut, Leute. Und sind auch schon beim letzten Paket. Und dann werden wir auch auf jeden Fall diese Fontäne noch ausprobieren, liebe Freunde. Diese Pakete so aufzumachen, wie sie aufgemacht werden sollen, macht auch so keinen Sinn, ey. Das ist dieser Schwamm. Was ist das hier eigentlich? Das sieht richtig komisch aus. Ein Schwamm, mit dem man seine Haare entfernen kann. Was sind das für Bilder hier? Like, what? Der anscheinend rasieren kann, Leute. Like, how? Egal, wir werden das Ganze jetzt testen. Boah, das fühlt sich komisch an. Der hat hier so zwei Seiten. Ich weiß nicht, der Schwamm kann anscheinend Haare entfernen. Okay, Leute, ihr seht das hier. Ich geh jetzt mal da. Da passiert rein gar nichts. Da passiert überhaupt gar nichts. Was laberst du? Ich bin enttäuscht, denn das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Da ist überhaupt nichts passiert. Außer, dass mein Arm gerade juckt, Alter. Ich würde sagen, wir packen uns jetzt die Kamera, nehmen dieses Ding mit nach unten und zünden das einfach an und gucken, was passiert. So, Leute, wir sind jetzt gerade so auf dem Weg Richtung Mediapark. Wir gucken, ob wir da ein stilles Örtchen finden. Die Kamera kriegt das mit der Helligkeit sogar besser hin, als es gerade ist. Denn draußen ist es eigentlich dunkler als auf der Kamera. Also eigentlich relativ gut. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil, keine Ahnung, in 10 Minuten ist es wahrscheinlich komplett dunkel. So, deshalb... Ich habe das Ding dabei, ich habe 3 Feuerzeuge dabei, ne? Ich bin deutsch, falls eins kaputt geht, habe ich noch ein besseres dabei. Und ja, wir schauen uns das gleich an, Leute. Sehr gut, Leute. Ich habe das Ding hier. Wir haben keinen Plan, wie das funktioniert. Wir zünden es einfach an und hoffen einfach, dass was passiert. Und wenn es klappt, dann stelle ich die Kamera auch irgendwo hin, weil ich will dazu noch ein Instagram-Bild schießen. Weil wenn das wirklich klappt, dann ist es eigentlich cool. Hier oben wäre halt auch nice, aber das wäre dann schon wieder Sachbeschädigung, ne? Kann man nicht machen. Nee. Machen wir hier unten auf dem Boden. An der Stelle kurz gesagt, nicht nachmachen. Ich habe mir überhaupt keine Beschreibung durchgelesen und nichts. Ich habe mir natürlich die komplette Beschreibung durchgelesen, die nicht dabei war bei Wish. Denkst du, es könnte dann wehtun, irgendwie platzen oder so? Ja, ja. Nice. Es klappt halt echt, oder? Es klappt halt echt. Es ist zwar klein, es wird größer. Ich finde das mega nice. Okay, Leute, ihr könnt euch das Ganze jetzt beobachten und wir machen kurz Instagram-Bilder. So, liebe Freunde, ihr habt gesehen, ja, wie soll man sagen, war jetzt nichts Besonderes. Hier ist jetzt ein kleines Stückchen Asche. Mit dem nächsten Regen ist das Ganze dann weg. Wir haben uns nicht strafbar gemacht. Denn Asche ist ja nichts, was jetzt, keine Ahnung, verletzend ist. Mann, meine Haare! Okay, Leute, ich würde sagen, das ist mal ein komplett anderes Ende von einem Video. Ich würde sagen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Falls es euch gefallen hat, schaut auf Instagram vorbei, hier unten in der Ecke.
Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video, denn hier kommen jeden Tag neue Videos, liebe Freunde. Haut rein, danke, dass ihr am Start seid. Ciao.